Die Bayern-Spieler waren gestern bedient nach dieser Niederlage, ganz klar. Selbst einem Thomas Müller, der eigentlich immer einen Spruch auf den Lippen hat, sagt im Interview, dass er quasi sprachlos ist, dass er diese Niederlage nicht erklären kann. Ja, Lewandowski soll einer der ersten Spieler gewesen sein, die dann auch gegangen sind aus dem Stadion, wirkte natürlich bedient. Kimmich hat noch Autogramme geschrieben, soll er noch gemacht haben, was ich ganz cool finde. Trotz der Niederlage hat er sich quasi gut menschlich gezeigt. Aber Villarreal natürlich auf der anderen Seite, die haben natürlich komplett Party gemacht. Im Bus ging die Party komplett ab, sagen Augenzeugen berichten, aber auch schon der Kabine. Das Ganze wurde auch gefilmt und ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Und ich glaube, eine Sache, normalerweise, man kennt es ja, wenn man verliert, also jetzt mal alle Bayern-Fans, man ist einfach stinksauer. Nach einem Tag hat man oft die Niederlage schon besser verarbeitet und ich glaube, auch die Bayern-Fans können es Villarreal gönnen, oder? Ich glaube, wenn man es jemandem gönnt, dann so einer Mannschaft wie Villarreal, oder? Die eben auch spielerisch was drauf haben, die nicht nur Atletico Madrid-Fußball spielen, sondern eben auch gerade im Hinspiel gezeigt haben, was sie, wie passsicher sie sind, was sie da können, aber auch konterstark waren im Rückspiel. Ein Konter hat ja dann auch zum entscheidenden Tor geführt. Also ich glaube, den Jungs kann man das gönnen. Ich meine, für diese kleine Stadt, 50.000 Einwohner, die haben auch vor ein paar Jahren, sind sie mal abgestiegen in die zweite Liga, dass die jetzt im Champions-League-Halbfinale stehen, das muss man denen auch einfach mal gönnen, Freunde. Also ich freue mich für die Jungs, dennoch, auch wenn ich für die Bayern war, international immer für die Bayern bin, muss man es einfach so eingestehen. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, Freunde, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.